Zerquetsch ihm den Schädel, den Penner. Sie dürfen nicht sterben. Erst hat der Pfadfinder ein paar Fragen an Sie. Ihr Anführer, der Kerl, der Sie Barrett genannt hat. Wer ist das? Warum hat sie FEMA auf Seraph Industries angesetzt? FEMA? Denkst du, FEMA schert sich um die Firmengeheimnisse eines schäbigen Biotech-Unternehmens? Ihr habt schlimmere Feinde als FEMA. Ach ja? Wen denn? Wen? Flieg nach Shanghai. Hengsha Court Gardens. Penthouse. Sag ihn. Dass dich Barrett zur Hölle geschickt hat! Jensen, was ist da unten los? Diese Soldaten sind so schnell abgehauen, das glauben sie nicht. Haben die sie gesehen? Nein, ich war ohne Licht, für alle Fälle. Sind Sie okay? Ja. Geben Sie mir Seraph. Erst bringe ich Sie hier weg. Gehen Sie zur LZ. Ich hole Sie dort ab. Mann. Aber so eine Granatenexplosion, die überleben wir natürlich aus nächster Nähe, ne? Alles andere, keine Chance. Aber das war ja kein Problem. Na gut, dann räumen wir jetzt noch den... Oh, MP. Gibt's da nicht mal was Sinnvolles? Genau, erstmal laden wir unser Gewehr nach, fällt mir auf. Was? Nur 20 Schuss hat das Ding? Moment, nicht das Gewehr. Das eigentlich auch nicht. Moment, kann ich die Dinger höher stacken? Standardgewehr, Munition, Betäubungspfeile, nö. Das heißt, ich muss die ganze EMP-Munition hier liegen lassen. Die ganze MP-Munition, nicht EMP. EMP-Munition. Das klingt ja mal... komisch. Entschuldigt. Immer noch ein bisschen am Humhusten. Maschinenpistole, Schmerzmittel. Ah, hier Munition. Gib mir mein... Oh, Hamina! So, jetzt reicht's. Ich muss ja auch irgendwas loswerden können. Hier. Raketen, Bleiben, Präzisionsgewehrmunition. 3 Stück lassen wir einfach mal fallen jetzt. Pistolenmunition. Brauche ich nicht so viel, also da werde ich auch mal einen Stack fallen lassen. Dann sehen wir uns das mal an hier. Okay, Pistolenmunition für Pistolenmunition ist ein blöder Deal. Maschinenpistole, nochmal einen zu sammeln, bringt auch nicht sehr viel. Moment, wir schmeißen jetzt erstmal den Riegel ein. Hier, 7 und 8, ne, 7 und 6, dadurch haben wir noch ein bisschen mehr Punkte. Dann packen wir die... Ja, nicht die Prezi-Munition, die will ich nicht. Wo ist sie? Da. Die kommt weg. Nur die Knarre will ich verkaufen. Dann nehmen wir das erstmal alles mit. Und die Pistole ist ganz spontan verschwunden. Ist mir auch recht. Wie viel Platz haben wir jetzt noch? Gar keinen. Na gut. Und nein, ich werde nicht den Prezi... Prezi-Praxis-Prumpen-Frapfel. Noch mehr Raketen. Okay. Den Praxispunkt von eben werde ich jetzt nicht für noch mehr Trageplatz im Inventar benutzen. Ich weiß selbst noch nicht, wofür ich ihn ausgeben werde, aber ich werde es mir gründlich überlegen. Nicht eine vorschnelle Entscheidung treffen. Das können wir, glaube ich, warten, bis wir in Shanghai sind. So, machen wir das Spielchen nochmal. Das schmeißen wir ganz schnell ein. Kommen wir auf 200 HP, das ist doch mal schön. Jetzt sind wir wirklich der Dr. House von Deus Ex. Dr. Deus Ex. Spezialgebiet. Die effektivste Art, Leute am Leben zu halten, um sie dann geschickt hinzurichten. Und das scheint es gewesen zu sein. Die Kiste hier in der Mitte habe ich ja leer geräumt. Das ist ein schöner roter dekorativer Fleck. Und ja. Gut, dann gehen wir jetzt einfach. Kein Bock groß nachzudenken, was ich momentan jetzt rumschleppe. Ich will die Story weiter vorantreiben. Das ist... Achso, das ist ein Fahrstuhl schon. Ich will wissen, wie es weitergeht. Tut mir leid, dass ich jetzt Susi nicht eingesetzt habe, aber ich habe einfach drauf gewartet, dass ich meine MG-Munition mal ein bisschen verballern kann.
Und der Typ, ey, selbst wenn ich die gesamte MG-Munition und wenigstens, sagen wir mal, zwei Magazine aus meiner 9mm Susi da drauf gejagt hätte, ich wäre, der Typ hätte immer noch gestanden und mir irgendwann einfach direkt eins in die Fresse gehauen. Da wäre ich früher umgefallen. Der Trick mit den Fässern, dass er eine explosive Stimmung haben wollte, war doch ein sehr guter Tipp. Danke, freundliche Entwickler dieses Spiels. Okay, okay. Dafür sind wir jetzt in Sicherheit. Bereit zu verschwinden, Jensen? Teufel, ja. Ja, bringen Sie uns zurück zu Seraph Industries. Keine Sekunde zu spät, wenn Sie mich fragen. Anschnallen und festhalten. PDAs, Zugangsdaten oder Passwörter. Nee, echt jetzt, Sherlock? Der Tipp kommt aber früh. Na gut, dann überquatschen wir einfach die Ladezeit. Ich freue mich, Leute. Dr. House läuft im Fernsehen oder ist heute gelaufen. Ich habe Möglichkeit gefunden, meine Lieblingsserie Hell's Kitchen im Internet wiederzusehen, die momentan letzte Staffel gelaufen ist. Die wurde auf YouTube ja gesperrt. Und ja, ich kann heute weiterspielen, weil ich alle bisherigen Episoden fertig gerendert habe. Landeanflug. Und bis auf einen marginalen Husten geht's mir auch schon wieder ganz gut. Jensen, ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie am besten sofort in Ihr Büro. Liebend gern, Francis. Aber erst muss ich Seraph informieren. Das mag schon sein. Aber hören Sie sich an, was ich zu sagen habe. Vielleicht ändert das ja was. Pritchard out. Hackfresse will mit mir reden und ich muss zu Seraph. Na gut, kann ich mich vielleicht noch bei Malek bedanken? Ich kann's nicht glauben, Jensen. Ein Internierungslager mitten in Detroit. Scheiße. Nein. Ich dachte, ich kann wieder mit irgendeiner fraulichen Person hier rumflirten, aber dann halt nicht. Soll mir recht sein. Kann ich erstmal wieder weiter die Umgebung erkunden. Gibt's eine neue Zeitung? Ja! Unser Einbruch in der Leichenhalle. Was haben wir denn hier? Sedanatine in der Innenstadt mutwillig zerstört. Sendeantenne in einem bandenkontrollierten Viertel von Detroit abgeschaltet wurde. Sämtliche Fernseh- und Radiosender aus. Oh, okay. Örtliche Polizei sowie Picos News, der Eigentümer der Anlage, haben die Ermittlungen aufgenommen. Oh, wir haben wohl öffentliches Eigentum beschädigt. Ups. Die Polizei untersucht einen mysteriösen Überfall. Jefferson Drive, Polizeirevier. Offiziellen Angaben entkamen der Angreifer mit Beweismitteln. Verlust verschiedener Ermittlungen ernsthaft behindern könnte. Umfassende Fahndung. Täter, Revier, Abschluss, gründliche Untersuchungen betrachten, Überfall, ernstzunehmen Angriff, müssen herausfinden, wie sich der Täter Zutritt verschaffen konnte. Aber wir prüfen natürlich auch sämtliche Notausgänge. Aha. Oh, Hauptaugenmerk liegt auf der Kanalisation. Naja, es war einer der wenigen Wege, der überhaupt dahin geführt hat, also natürlich müssen sie das versuchen. Revier waren auch Leichen der Opfer des Anschlags auf die Zentrale von Seraph Industries vor einigen Monaten verwahrt worden. Ich dachte gerade schon, da steht, im Revier wurden Leichen meines Überfalls gefunden. Das wäre ja Quatsch gewesen. Ich habe überhaupt keine Leichen hinterlassen. Will ich Nachrichten gucken? Nein, ich will keine Nachrichten gucken. Ich finde, die Nachrichten hier in dem Spiel kann man sich einmal pro Kapitel antun. Höllisch gut aufpassen. Hinter Taggart sind nicht nur die Augmentierungsbefürworter, sondern auch die Gegner her. Soll das heißen, diese pro-humanen Aktivisten könnten seinen Besuch als Verrat betrachten? Ich sage nur, dass alles möglich ist. Also halt weiter nach verdächtigen Personen Ausschau. Okay. Niemand macht eine Pause, bevor Taggart und sein Gefolge das Gebäude verlassen haben. Hi. Das war ein tolles Gespräch, Jungs. Wollen wir nicht weiterreden? Das heißt, Seraph dürfte jetzt gerade Besuch haben, so wie es das anhört. Wenn das wahr ist, dann verstehe ich vielleicht, warum Hackfresse mit mir reden will. Vielleicht hat er da ein gewisses Eigeninteresse dran, dass er sich nicht mit ihm versteht oder sowas in der Richtung. Reden wir erstmal mit ihm. Und Tür zu. Na komm, red Frank. Was wollen Sie? Ich gebe es nur ungern zu, aber ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um das Signal, das Sie im DRB-Gebiet abgeschaltet haben. Es war fast ein Jahr lang aktiv. Soll das heißen, dass jemand von außen schon vor dem ersten Angriff Zugang zu unserem Netzwerk hatte?
Ich habe schon vorher solche Versuche registriert und jedes Mal rasch unterbunden, aber wer auch immer diesen speziellen Algorithmus erstellt hat, ist gut. Sehr gut sogar. Weiß es Seraph? Genau da liegt das Problem. Das Ganze war nur möglich, weil es eine Hintertür in unser Sicherheitssystem gab, von der ich nichts wusste. Und die hat Sanders Team benutzt, um in unsere Fabrik zu kommen. Ich arbeite seit 7 Jahren hier, Jensen, und ich sehe diesen Zugangsweg zum ersten Mal. David Seraph hat ihn eingerichtet, um die Firewall zu umgehen. Er verbirgt etwas und ich finde, sie sollten herausfinden, was. Warum ich? Weil Seraph diesen Zugang eingerichtet und große Datenmengen darüber verschoben hat, kurz nachdem ihre Ex-Freundin vorgeschlagen hat, sie einzustellen. Oh. Okay. Aber 1000 Erfahrungspunkte. Hey, I like it. Aber dass Seraph hier beschließt, Sachen durch die Gegend zu schieben, von höchst privaten Daten nach außen an Leute, die ich überhaupt nicht kennen kann, wo ich gerade erst eingestellt wurde, das finde ich auch ein wenig fragwürdig. Da werde ich nicht meine Klappe halten. David, du hast ein Wörtchen mit mir zu reden, Kollege. Wenn wir wieder beim Thema Aufzüge sind, das ist ein richtiger Aufzug, wie ich ihn vorher auch gesehen habe. Die ganzen Aufzüge in meiner Wohnung und eben in dem Fabrikgelände sind alle scheiße hiergegen. Geiler Grafikbug. What the fuck is wrong here? Quick save. Neu laden. Das sah interessant aus. Was war das? Hat die Inneneinrichtung spontan beschlossen, Urlaub zu nehmen? Wurde die nicht gut genug bezahlt, oder was? Bitte sei wieder da. Oh. What the fuck? Da komme ich durch die Tür, alles unsichtbar und dann steht auf einmal ein Todeskommando vor mir. What? Isaias Sandoval, 2 Leibwächter und William Taggart. Ich habe gespeichert, also reden wir mal mit den beiden. Schön, dass wir uns unterhalten konnten, Mr. Jensen. Unser Gespräch war sehr aufschlussreich. Na, wenn du meinst. Sie sind Taggarts Berater, richtig? Dr. Isaias Sandoval, stimmt's? Spielen Sie nicht den Unwissenden, Mr. Jensen. Ich bin sicher, Sie haben eine Akte über mich, die genauso dick ist wie die über Mr. Taggart. Sie sind selbst ein bekannter Aktivist, Dr. Sandoval. Wenn Sie gesehen hätten, was ich gesehen habe, würden Sie wissen, dass man manchmal aufstehen muss, um sich Gehör zu verschaffen. Mich überrascht eher, dass die Gefahren dieser Technologie einen ehemaligen Polizisten wie Sie nicht mehr beunruhigen. Augmentierungen helfen vielen Menschen, Doktor. Behinderten, Kriegsveteranen. Schon, aber um welchen Preis? Einem Freund von mir haben ihre sogenannten Optimierungen das ganze Leben ruiniert. Er war ihnen nicht unähnlich und er hatte keine Wahl und musste sich augmentieren lassen. Aber danach... Zu viel Macht kann einen dazu bringen, schreckliche Dinge zu tun, Mr. Jensen. Darüber sollten Sie mal intensiv nachdenken. Ja, erzähl mal von deinem Freund, wenn wir schon die Dialogoption haben. Ich würde gern mehr über Ihren Freund erfahren, Dr. Sandoval. Was genau hat er getan? Nichts. Wurde er am Golf verwundet? Er ist in einem Einkaufszentrum Amok gelaufen, wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Er hoffte darauf, von der Polizei erschossen zu werden, um nicht sein ganzes Leben lang gegen die Augmentierungssucht ankämpfen zu müssen. Er war süchtig nach Augmentierung? Darüber steht nichts in Ihren Firmenbroschüren, stimmt's? Neuropozin-Abhängigkeit, Abstoßungspsychose... Diese Technologie hat unzählige körperliche und psychische Schäden verursacht. Und dennoch hört man praktisch nie etwas darüber. Man kann das sicher alles öffentlich nachlesen. Eben nicht, dank einer Armee von Firmenanwälten, die das verhindern. Ihr Freund, war er erfolgreich mit seinem Selbstmord durch die Polizei? Nein, Bill Taggart hat es ihm ausgeredet. Aha, da sind schon mal die persönlichen Gründe für Mr. Sandoval, gegen unsere Firma hier vorzugehen. Wobei dieser Ausspruch von wegen, meine Macht könnte mich zu Bösem verleiten, in diesem Spiel wahrscheinlich weniger zutreffen wird, muss ich sagen.